Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei der Hof Bergmann. Servus, schön, dass ihr wieder mit dabei seid, meine Lieben. Und ja, was machen wir heute? Wir sind jetzt gerade auf dem Weg, das Mischfutter abzuholen, was wir ja gekauft hatten. In der letzten Folge haben wir uns ja die Schaf- und Ziegenweide geholt und haben die Ziegen schon eingestallt, haben die mit Wasser versorgt und natürlich auch mit Futter. Und jetzt sind wir gerade auf dem Weg für das Mischfutter zu holen, ja, dass wir die auch versorgen. Und dann müssen wir mal sehen, dann werden wir noch mal an die Bäckerei fahren, dass wir da noch das Mehl abholen können und das noch nee, nicht in die Bäckerei, sondern in die Mehlbude das Mehl holen, genau, und dann zur Bäckerei, so rum, so wird der Schuh draus, nicht andersrum, dann wäre es uns bitte. Mensch du, da kam ja einer, den habe ich ja jetzt gar nicht gesehen, nur. Holla die Waldfee. Genau, wenn wir es andersrum machen würden bei Mehl, das wäre suboptimal. So. Können wir auch gleich mal schauen. Beim Händler haben wir nämlich auch noch ein bisschen was rumstehen. An Dünger, genau, an Dünger. So. Dann nehmen wir das Ganze jetzt erst einmal. Und laden das erstmal hier rein. So. Zutscht es den Sack leer. Wunderbar. So, das noch mit rein. Und dann passt das. Da haben die Guten nämlich auch erstmal wieder was zu futtern. Und können dann nämlich erst einmal produzieren. Wir haben hier... Genau, wir haben hier einen Gabelstapler. Das ist gut. Den Gabelstapler, den brauchen wir dann auch. Weil, wenn nämlich unsere Ziegen Milch produzieren und unsere Kühe Milch produzieren, kommen wir ja auch gar nicht mehr hinterher, die Milch immer stetig dahin zu fahren mit dem kleinen Wagen. Deswegen machen wir das ein bisschen anders. Wir werden uns dann solche IBC-Container holen und werden uns die einfach dort hinten hinstellen und werden die mit Milch befüllen. Mit Ziegenmilch, mit Kuhmilch, je nachdem, können wir dann nämlich immer gut variieren. Haben wir da nochmal so einen Zwischenspeicher. Ich denke mal, das macht sich recht gut. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. So. Bringen wir das erst mal bei die Kühe rein. So. Oder zu den Kühen rein. Je nachdem. Wie man es auch immer aussprechen möchte. Ja. Und dann passt das. Ach, ist immer wieder herrlich, ne? Mit so älteren Maschine rumzugurken. Es ist halt entschleunigt, ne? Ich weiß, sage ich öfters mal. Ist aber wirklich so. Macht Laune. Ja. Und es ist ja auch schön, danke auch dafür, ne, dass ihr immer fleißig Däumchen gebt, ne, und auch immer schön in die Kommentare schreibt. Ne, das ist ja, ist eine schöne Interaktion, wie ich finde. Deswegen scheut euch nicht, ne, da einfach auch in die Kommentare zu schreiben, wenn mal Fragen sind oder so zu Hof Bergmann, ne, oder egal was. Ne, schreibt es gerne in die Kommentare. Wie ihr seht, ich lese die Kommentare und wenn da Fragen sind, beantworte ich das natürlich auch gerne. Ja. Das ist absolut kein Problem. So. Gib mal das Ganze mal hier aus. Ja, ja, nicht erschrecken, ne? Kommt nur Futter. So. Okay, dann ist das wieder im grünen Bereich. Dann sollte das eigentlich... Ja, dann kann das... Dann passt das eher erst einmal. Und dann müssen wir hier sehen, wie sieht es denn hier aus mit der Milch. Das werden wir mal kurz voll lassen. Und dann bringen wir das nämlich mal noch hinter. Da kann nämlich auch schon wieder Käse produziert werden. Denn wir haben ja auch einiges an Käse im Lager schon liegen. Aber ist mir noch nicht genug. Da muss noch mehr bei rumkommen. Ja, deswegen bringen wir das jetzt einfach mal hier hinter. Und den kleinen Wagen, den lassen wir dann hinten stehen. Denn wenn wir hier die IBC-Container haben, passt das recht gut. Dann können wir nämlich das mit dem kleinen Wagen aus den IBC-Containern da einmal hin und her putzeln. Das sollte reichen. So, schnittische 10 km/h, Vollgas. So. Nein. Und dann lippt das. Genau, dann passt das nämlich. Können wir die hier erstmal runternehmen. So, zack. Und... Und zack.
So, hier ist drinne. Okay, die Produktion läuft. Sehr schön. Dann blitzen wir jetzt mal vor zu unserem schicken Unimog. Das ist ein schönes Ding. So, denn wir müssen ja an die Mehlbude. Brauchen Mehl. Mal gucken, vielleicht ist ja auch sogar schon ein bisschen was fertig. Oh. So. Wunderbar. Wunderbar. Mal schauen, wenn wir Brot fertig haben, was wir, ob wir das Brot gleich veräußern oder ob wir das erstmal dort sammeln. Bin am Überlegen, was wir machen. Wir könnten natürlich auch ein paar Paletten dorthin bringen. Wir haben ja, warte mal, wir haben doch vorne die Paletten stehen. Hm. Vielleicht können wir die Paletten holen. Können die beim bei der Bäckerei hinstellen. Und dann dort halt das Brot drauf lagern. Sollte da eigentlich gehen. Weil da haben wir dann nicht immer so einzeln, ne, sondern können dann die Paletten eben holen. So, und das sollte doch eigentlich auch ganz gut passen. Müssen wir mal gucken. Ist auf jeden Fall eine Überlegung wert. Wenn wir nicht immer so viel Einzelnes haben. Junge, was ist denn mit dir? Bremst da nicht so ab. Was ist, was stimmt denn mit dir nicht? Ich habe hier kein 30er-Schild gesehen, ne? Ich dachte immer, es sind 50. So, hier müssen wir nicht rein. Ne, hier müssen wir nicht rein. Sondern wir müssen hier vorne rein. Oh. Ja, genau. Hier liegt nämlich das gute Mehl. So, perfekt. Erträumchen. Einfach erträumchen. So. Wollte nämlich das Mehl hier aufladen. Und dann sollte das passen. Mal gucken, wie viel Ball, wie viel Ballen will ich schon sagen, wie viel Säcke Mehl wir hier drauf bekommen. So. Wir müssen auch mal schauen, ob wir nicht noch was anderes machen können. Oh Gott, da kommen ja schon die Mehlsäcke hinterher. So. Ja. Yeah. Das noch mitnehmen hier. Müssen wir eigentlich alle wegbekommen jetzt hier. Ah, nee, doch nicht. Das sind zu viele. Kommen wir nicht alle weg. Ja, servus, grüß dich. Das hier noch mit drauf. Hier noch den Sack mit. Hier noch drauf. Den noch mit. So. Ah, das müsste ja erstmal reichen. Mehr geht halt nicht. So. Aber gut, die Müllbude läuft, ne? Das lübt soweit. Das lübt, das ist gut. Ist man wenigstens auch, da ist immer stetig Mehl da, wenn man braucht. So. Dann läuft die der Laden. Genau, bringen wir das jetzt dorthin. Dann müssen wir mal schauen, wo wir, ob wir nicht auch mal Bier verkaufen wollen. Oder ob wir halt noch warten mit der Bierproduktion. So. Mal, mal gucken. Die Bierproduktion brauchen wir ein bisschen, ne, da müssen wir ein bisschen auf Vorrat produzieren, dass wir dann halt eben einfach auch mal abfüllen können. Ne? Und dann verkaufen fahren, weil da lohnt sich halt auch in der Masse. Ja, das ist halt auch so ein Ding. Wir haben zwar schon 2, 4, 6 Fässer mit Bier haben wir glaube ich schon gefüllt, aber ja, ich würde da gern schon so eine Großlieferung draus machen wollen. Ich denke mal, das passt besser. So, was ist denn jetzt ja perfekt. So. Hier vorne gleich rein. Ich denke mal, kriegen wir das vor dem noch hier oder? Ja, komm, lassen wir den mal noch abbiegen hier oder vorbeifahren.
Können wir hier rein. Passt das. So, okay, der, ach, der hat zu. Na, okay, das ist jetzt, das ist jetzt zwar doof, aber auch nicht so schlimm, weil ich bin ja, genau, der hat zu. Wie viele Kisten haben wir schon da? 3 Kisten Brot haben wir schon, das ist gar nicht schlecht. Hauen wir das Brot, das Mehl einfach hier vorne laden. So. Sollte ja passen. Da brauchen wir dann bloß beim nächsten Mal, wenn wir das nächste Mal Mehllieferung holen, das auch mit hierher schmeißen und dann können wir immer gleich von hier außen. Ist der Weg nicht so weit, wisst ihr, da müssen wir nicht immer 150 Meilen hergucken. So. Mit rein. Müssten auch mal schauen, wie es unseren Sauen geht, weil... So, da haben wir das hier liegen, genau. Das werden wir jetzt gleich mal machen, weil... Warte. Wenn wir jetzt nach den Schweinen schauen, wir haben 53 große Läufer. Wir fahren mal zum Händler. Wir stehen hier dran. Ich denke doch, oder? Wir fahren mal zum Händler, weil gibt es hier beim Prozenten? Nee, gibt es nichts. Tiertransport. Müssen wir mal gucken. Hühner. Eine Sau kriegt man da rein. Nur 13 Sauen rein. Ja, das sollte passen. So, Abdeckung, das können wir eigentlich alles so lassen. 17,5, das werden wir uns mal mieten. Und werden die Schweine mal verkaufen. Zum Schlachter bringen. Denn die stehen ja recht gut da. Ja, also da gibt's ja nichts dran zu meckern oder so. 53 große haben wir. Ja, ist jetzt auch nicht so schlimm, wenn wir sagen, okay, komm, wir nehmen mal 13 und bringen die zum Schlachter. Ja, so, weil da bekommen wir auch mehr raus dann, ne, logischerweise. Hoffe ich zumindest. Also so ist der Plan. Ja, dass dann nur letzten Endes so wird. Müssen wir dann sehen. So. Erstmal wieder schön hier rein. Da. So, perfekt. Dann nehmen wir aber drüben den Deutz mit. Sollte nämlich... Ja, das reicht aus. So, darauf. Okay, perfekt. So. Da haben wir nämlich noch die Schweine verkaufen. Und ab geht die Luzi. Art Hockey. So. Ja, sorry, dann fahr da halt zu, Mensch. Mensch, kann man denn nur so sein? So. Ja, genau, da bringen wir die jetzt zum... Da holen wir jetzt den Anhänger und da bringen wir die zum Schlachter. Und da müssen wir mal gucken. Ich würde sagen, immer wenn wir so über 50 sind, dass wir da ein bisschen Auge drauf machen, dass wir da die Schweinchen wegbringen. Ich denke mal, das sollte ein guter Weg sein. So, kommt nichts, können wir gleich rumziehen. Perfekt. Ja. Wunderbärchen. Wunderbärchen. Den Deutz hier mag ich ja auch. Na, also der gefällt mir ja auch so ein bisschen. Macht schon lauter. Den Hofschlepper in dem Sinne. Gut, klein ist jetzt relativ, ne? Kann man sehen, wie man will. Aber reicht, denke ich mal, vollkommen aus. So. Gucken wir mal, wie das wird. Hoffentlich gehen die rein, ne? Hoffentlich sträuben sie sich nicht. Kleinen Steckdosen. So, da haben wir unseren Anhänger. Perfekt.
Bar dran und los geht's. Jawohl. Ab geht die Luzi. Wir haben ja auch genug Läufer, so, die dann auch nachkommen. Also von daher denke ich mal, wird das ganz gut passen. So. Müssen mal sehen, was können wir dann, was wir alles so zum Schlachter bringen können. Und mal gucken. Ne, wir machen erstmal die Schweine. Gucken wir erstmal, dass das passt. Und dann lübt der Laden. Ah. War doof. Ich hätte es mir eigentlich einfach zurücksetzen können. Hätte ich jetzt eine Tour gespart, ne? Fällt mir gerade ein. Hätte ich es zurückgesetzt. Aber ja, mein Gott. Fahren wir halt mal ein bisschen in den R, ne? Ist ja auch nicht so schlimm. Der Kleine muss ja auch mal ein bisschen bewegt werden hier. So, kommt gerade keiner. Da können wir ja ein bisschen ausholen, dass wir hier auch reinkommen. Das passt. Aber jetzt müssen wir mal schauen. Ah, jetzt müssen wir mal schauen. Hier ein Enger aufklappen. Ich denke mal, wir müssen hier ranfahren. Mal fast behaupten. Oh, okay. Halt, warte. Fast ranfahren. Ja. Yeah. Aufklappen das Ganze. Und jetzt machen wir mal Türmenü auf. So, genau. Auswählen. Anhänger, jawohl. 13 Tiere. Perfekt. Haben wir drinne. Sehr gut. So, ja dann. Schlachter war eigentlich auch hier. Ne? Genau, der Metzgerei. Auf geht's zur letzten Fahrt, meine Lieben. Vor allen Dingen bin ich auch mal gespannt, wie lange das dort bei dem Schlachter dauert. Wie viel Zeit die Produktion im Endeffekt benötigt. Gucken wir mal. Deswegen, die Folge wird ein bisschen länger, meine Lieben. Ja, weil ich will sehen, wie das passt beim Schlachter. Das nehmen wir noch in die Folge mit rein. Das ist ja alles schick schön, ne? Gibt es halt mal ein bisschen eine längere Folge. So, kommt auch keiner. Können wir gleich rumziehen. Perfekt. Sind wir gleich da. Gleich sind wir beim Schlachter. Da war ich halt auch noch nie. Ne? Also wir haben uns ja am Anfang damals, wo die Map dann so weit war, ne, haben wir uns ja angeschaut. Aber so an sich waren wir beim Schlachter noch nie. So. Müssen wir doch dann jetzt hier irgendwo rein. Ach ja, hier hin. Hier müssen wir rein. Genau, hier. So, okay. Müssen wir. Ach, dort müssen wir ran. Okay, alles klar. Hier hinten müssen wir ran. Hier hinten ranfahren. So, na komm, na komm, na komm. So. Ganz aufklappen. Okay. Und dann werden wir die. Es passen nur 10. Okay, es passen nur 10. Ja gut, dann lassen wir den hier treten. So. Servus. Ja, servus, grüß dich. Produktionsstätte verwalten. Genau. Ja, komm, aktivieren.
Ja, müssen wir gucken, wie viel und wie lange das Ganze hier dann halt braucht. Ne? Ich denke mal. Ach ja, schön. Hier haben wir auch Paletten. Hier, denke ich mal, wird das Ganze dann drauf spawnen. Ja, 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 schön, 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 schön. Ja, man muss sich ja mal ein bisschen umgucken, Kollege. Ja? So, aber, meine lieben YouTuberinos, wenn es euch gefallen hat, ja, dann ja, lasst gerne das Däumchen da, schreibt was in die Kommentare und ich sage erstmal Tschüss und Ciao, bis zum nächsten Mal.